Herzlich willkommen zum heutigen Seminar. Also ein Teil der Mitgliederverwaltung, trotzdem mit eben dem Namen Serienetiketten drucken. Das muss auch sein. Also das heißt, also in anderen Webinaren haben wir ja schon gelernt oder werden wir auch später noch lernen, wie wir denn diese Etiketten genau anpassen. Und jetzt in diesem Webinar werden wir mal vor allen Dingen lernen, also wir werden natürlich auch auf das Design eingehen, aber wir werden also jetzt mal hier vor allen Dingen lernen, eben wie wir später diese Etiketten auslösen können. Also das heißt nicht auslösen, also wie ich einen Etikettendruck starten kann und vor allen Dingen, was mache ich mit halb angedruckten Etikettenbögen, also wie kann ich hier weiter drucken. Ja, zum ersten Mal, so ein Etikett, wie gesagt, muss natürlich angepasst werden. So, also das Erste, was wir uns jetzt, wie gesagt, mal anschauen, das ist, wo finde ich denn Etiketten überhaupt? Also wo kann ich einstellen, welche Etikettengröße ich habe und so weiter. Das kann ich alles machen unter Kommunikation und innerhalb der Kommunikation unter Vorlagen. Hier gibt es also, nicht erschrecken, hier gibt es also hier oben ganz viele, wie gesagt, Standardvorlagen. Und in diesen Standardvorlagen finden wir also auch durchaus eben sogenannte Etikettenlisten. Diese Etikettenlisten müssen wir anpassen. Diese Anpassung mache ich jetzt natürlich sehr schnell, weil um die geht es heute halt nicht, weil wir haben ja nicht Kommunikation, sondern eben das Auslösen dieser Etiketten. Aber trotzdem zeige ich das mal ganz kurz her. Das heißt also, ich klicke diese Etikettenliste, diese Standard-Etikettenliste an, klicke unten auf Bearbeiten. Es kommt eine Warnung, dass die im alten Format gespeichert ist. Das macht aber nichts. Ich gehe einfach mit OK drüber. Ganz kurz erklärt, was wir hier sehen, ist ein Etikett in der Gesamtbreite von ja, 85 Millimetern und in der Gesamthöhe von 45 Millimetern. Wir können uns diese Etiketten aber entsprechend einstellen. Das bedeutet also unter Projekt und dann Seitenlayout und hier ganz unten dann in der Definition, in der Layout-Definition kann ich mir eben mit dieser Eigenschaften Hand, Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen langsam, kann ich mir die selbst einstellen, diese Etiketten, also wenn ich selbst definierte habe, zum Beispiel von Otto Office oder was, oder vielleicht auch selbst gedruckte, die noch gar nicht fertig sind. Wenn ich fertige Vorlagenbögen habe von Zweckform oder von ähnlich großen Herstellern, dann kann ich die hier oben also als Vorlage auswählen. Und bitte machen Sie immer eins, und zwar nehmen Sie unten den Haken raus, nur in eingestellte Seite passende Vorlagen anzeigen, denn hier sehen Sie dann wirklich alle. Das heißt, also ich sehe hier alle Ivory Zweckform Etiketten, die es so gibt. Ich habe hier nicht nur Ivory Zweckform, Sekunde, was haben wir denn noch als? Ja, das sind schon mal so viele. Also ich habe jetzt alle möglichen Hersteller. Wie finden wir die am schnellsten? Ich habe mal einen gesehen. Also Ivory. Das sind schon mal sehr viele. Dann Wäre ja eine ja, Suchfunktion schlecht, das oder? ist ja, die haben wir aber leider nicht. Das ist das große Problem, weil das können wir auch nicht bestimmen, weil das Programm ja nicht für uns ist. Das ist das. Also Herlitz geht es weiter. Also das sind dann meistens diese Rückenschilder, Herma und so weiter. Also wie sie alle heißen, überhaupt kein Problem. Also die findet man alle größeren Hersteller, die man so kennt. Und wie gesagt, sollte man sein Etikett tatsächlich nicht finden, ist es also auch deutlich oder sehr einfach in dem Fall, so ein Etikett also selbst zu gestalten, indem wir also innerhalb dieser Seite einrichten, dieses Seitenlayouts, eben hier unten drauf gehen und dann eben diese Hand hier verwenden. Auch hier ist es also möglich, so ein Etikett sehr einfach einzustellen. Ich kann, das muss man also immer wie so eine Tabelle lesen, also horizontal X muss ich den Abstand den linken Rand bis zum ersten Etikett einstellen. Wenn ich einen habe, dann muss ich einen oberen Rand einstellen. Wenn ich einen habe, dann muss ich also die Etikettenbreite und die Etikettenhöhe einstellen. Dann, wenn es einen Abstand gibt, den Abstand horizontal und Abstand vertikal zwischen den Etiketten und die Anzahl in einer Reihe horizontal, also wie viele Etiketten habe ich in einer Reihe und wie viele Etiketten finde ich in einer Spalte meines Bogens wieder. Und auch hier kann ich dann einstellen, wie der Drucker dann später eben oder wie NetXP-Verein dann diese Etiketten befüllen soll. Soll er es also reihenweise von oben nach unten machen oder vertikal von links nach rechts oder umgekehrt? Also das kann ich also alles hier einstellen. Nachdem ich das eingestellt habe, dann kann ich also hier mit meinen ganz normalen Textfeldern, wie man es also auch in der Kommunikation
schon oft gelernt haben, kann ich dann eben hier meine Variablen setzen. In meinem Fall ist das jetzt eben hier der Vorname, Entschuldigung, der Nachname und der Vorname, die Straße, die Postleitzahl und der Ort. Und wenn ich mir diese Variablen entsprechend gesetzt habe, also vielleicht ganz kurz, ich mache die jetzt mal weg, mache mir das auch nochmal ganz kurz. Denn, wie gesagt, das ist wirklich nichts dabei. Ich wähle hier mal, kann jetzt auch ein formatiertes Textfeld wählen. Machen wir jetzt mal gerade extra formatiertes Textfeld. Ich ziehe mir rein, wo ich die Schrift haben will. Daraufhin öffnet sich jetzt ein Formatierungsfenster oder ein Editorfenster. Und hier kann ich also mit diesem Wurzel aus Alpha alle möglichen Variablen einfügen. Hier zum Beispiel eben Vorname. Sage ich, okay, ist die erste Variable. Leerzeichen, dann wieder eine Variable. Nachname. Okay, dann in der nächsten Zeile die Straße. Dann wieder eine Zeile drunter. Die Postleitzahl PLZ. Und Leerzeichen und dahinter nochmal die Variable Ort. Ja, wie gesagt, das ist also ganz ein kleines Beispiel. Sie brauchen auch keine Angst haben, wenn er das hier umbricht. Wenn er das hier umbricht, muss das nicht automatisch heißen, dass das dann später also tatsächlich hier im Etikett umgebrochen wird. Schauen wir mal. Sie sehen es, also in dem Fall hat man also noch viel, viel mehr Platz. Das heißt, also das könnte man also jetzt noch viel größer schreiben. Das können wir also formatieren. Das einfachste Formatieren geht folgendermaßen, und zwar, ich mache einen Doppelklick wieder drauf und sage eben zum Beispiel, das macht man jetzt mal Areal, also nicht 16. Dann wird das so ausschauen. Also CD1 hat Etikett angepasst. Wie gesagt, also ich kann diese Etiketten befüllen mit allen Variablen, theoretisch also aus der Mitgliederverwaltung. Schade, dass heute der Herr Rosen nicht hier ist, denn der hat jetzt erst mal vor kurzem was getestet oder was gemacht, das ich sehr interessant finde. Und zwar hat der die Mitgliedsnummer noch als Barcode oben drin angezeigt, hat dann diese Etiketten gedruckt, hat die auf Karten aufgeklebt, die Karten als Eintrittskarten verkauft und kann jetzt mit so einem Barcode-Scanner beim Veranstaltungseingang eben prüfen, also diese Mitgliedsnummer in Barcode-Form scannen und dann eben nachschauen, ob jemand einen Eintritt schon bezahlt hat oder nicht. Also auch sowas ist, kann man sich selbst gestalten, sage ich jetzt mal, ist auch durchaus möglich, ist auch ehrlich gesagt überhaupt nicht schwer. Kann man sich jederzeit bei uns erkundigen, entweder telefonisch nicht mehr anrufen oder vielleicht eine E-Mail schreiben, wie das genau funktioniert. Dann sind wir also natürlich auch gern behilflich, so ausgefallene Lösungen zu finden. Das macht uns meistens auch mehr Spaß, wie also immer das Gleiche wieder. Okay, nachdem ich also hier so ein Etikett designt habe, kann ich diesen Editor schließen. Das heißt, ich mache den zu und übernehme diese Speicherungsaufforderung eben mit dem Ja. Dann Nummer auf Übernehmen oder ich kann jetzt zum Beispiel 3630, kann also dann eben hier vielleicht den Etikettennamen noch reinschreiben, damit eben eventuell meine Nachfolger oder andere Schriftführer im Verein eben wissen, was das hier für ein Bogen sein soll. Klick dann später auf OK und jetzt habe ich also hier eine Vorlage geschaffen. Wenn ich hier jetzt einen Doppelklick drauf mache, dann werden mir jetzt erstmal drei Etiketten angezeigt. Das heißt, das ist klar, denn wir wollen natürlich nicht, dass hier ja schon alle Mitglieder erscheinen, weil das würde ja dann viel zu lange dauern, sondern es werden immer drei Testdatensätze angezeigt, um Ihnen als Benutzer zu zeigen, wie das dann später wenigstens jetzt mit drei Adressen aussehen würde. Für die Voransicht, also für die Vorschau reicht es definitiv und mehr soll es auch nicht sein. Diese Vorschau können wir also auch wieder schließen. Und jetzt geht es an das Eigentliche, was wir also heute machen wollen. Denn wir wollen ja heute diese Etiketten drucken. Ja, dieser Etikettendruck wird ausgelöst innerhalb der Mitgliederliste. Hier kann ich natürlich entsprechend meine Mitglieder filtern. Das bedeutet, in NetXP-Vereinen ist es ja schon immer so gewesen, dass egal, wen ich also jetzt haben will, den muss ich mir rausfiltern. Also die Menge an Menschen, denen ich jetzt irgendwas drucken will, die muss ich jetzt hier rausfiltern. Dazu gibt es natürlich entsprechend viele Funktionen. Das heißt, ich habe natürlich hier alle meine Standardfilter hier zur Auswahl. Das heißt, ich könnte jetzt Mitgliedsnummer vom bis, Alter vom bis, dann bestimmte Geburtsjahrgänge, Geburtstage, Beitrittsjahre, Austrittsjahre, Jahre im Verein, dann verschiedene Status,
Beitragsgruppen, verschiedene Mitgliedergruppen, verschiedene Sparten oder eventuell auch Leute mit bestimmten Ehrungsstufen, kann ich mir also hier jetzt ganz einfach rausfiltern. Natürlich ist es auch möglich, über diese sogenannten eigenen Felder zu filtern. Und genau sowas würde ich jetzt gern machen. Das heißt, also ich würde jetzt gern mal ein eigenes Feld einfügen, das da heißt Newsletter-Versand, ja, nein. Und ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal, oder das heißt, das ist jetzt Vereinsmagazin, würde ich das jetzt nicht nennen, würde ich das jetzt nennen, nicht Newsletter, ob also jemand ein gedrucktes Vereinsmagazin haben will oder nicht. Und dazu wäre es jetzt zum Beispiel nötig, dass ich mir jetzt erstmal so ein Ja-Nein-Feld einfüge. Und so ein Ja-Nein-Feld kann ich mir in meine Mitgliederverwaltung ganz einfach einfügen, indem ich klicke auf Verwaltung, auf Optionen, auf Mitglieder und auf eigene Felder. Wir haben ja von der letzten Schulung hier schon einige eigenen Felder drin. Ich will jetzt aber hier trotzdem noch ein neues eigenes Feld hinzufügen. Und das nenne ich jetzt Vereinsmagazin. Und hier finde ich jetzt alle die Leute drin, die später ein Vereinsmagazin von mir haben wollen. Ich klicke hier noch den Felddatentyp Ja-Nein. Oder ich wähle jetzt mal hier dieses Ja-Nein-Wahlfeld aus. Dieses Ja-Nein-Wahlfeld kann zwei Zustände annehmen, entweder Ja oder Nein. Ein Vielleicht gibt es hier nicht. Klick dann auf Übernehmen, auf Speichern. Daraufhin wird NetXP-Verein automatisch einmal neu gestartet. Dauert 2-3 Sekunden auch bei mir. Und jetzt ist dieses Feld eingebaut. Das heißt also, jetzt habe ich dieses Feld Vereinsmagazin in allen meinen Mitgliedern hinterlegt. Sie sehen es. Und ich kann natürlich jetzt bei jedem, der dieses Vereinsmagazin abonniert, kann ich also jetzt anhaken, ob der so ein Vereinsmagazin haben will oder nicht. Ich mache das jetzt mal etwas schneller. Ich mache die Auswahl etwas flotter als normal, denn ich sage jetzt mal hier Massenänderung. Alle die Gewählten, die wollen jetzt hier ein Vereinsmagazin haben. Denn es geht jetzt nicht darum, dass das jetzt ein Echtbetrieb ist, sondern wir wollen ja das Ganze jetzt mal testen. Das heißt, also in dieser Massenänderung habe ich jetzt ausgewählt, dass alle meine 137 gewählten Personen jetzt bei dem Vereinsmagazin einen Haken reinbekommen. Ja, wie gesagt, in Ihrem Verein wäre es so, Sie würden das jetzt natürlich dann tatsächlich pflegen. Das heißt, Sie würden jetzt eine E-Mail verschicken wahrscheinlich, in der Sie reinschreiben würden, wer denn überhaupt ein Vereinsmagazin haben will, eventuell sogar kostenpflichtig. Ich habe jetzt vor kurzem vor ein paar Vereinen erfahren, dass es tatsächlich Leute gibt, die also sowas tatsächlich und wirklich bezahlen auch. Und das finde ich nicht schlecht. Und das ist eventuell eine schöne zusätzliche Einnahmequelle vom Verein. Und vor allen Dingen kann man davon ausgehen, dass dann auch die Nachrichten gelesen werden, die man hier verbreitet. Ja, wenn wir dann diese Etikettenliste also für den Versand dieses Vereinsmagazins drucken wollen, dann müssen wir also nach diesem Feld filtern und wir machen das folgendermaßen und zwar ziehen wir uns in unsere Mitgliederliste hier oben in der Spaltenauswahl jetzt eben dieses eigene Feld Vereinsmagazin rein. Das ziehen wir uns rein und filtern hier einfach raus mit einem Einfachklick filtern wir jetzt diese 137 Personen, die dieses Vereinsmagazin bei mir jetzt hier abonniert haben im Verein. Das ist, wie gesagt, nur eines von vielen Beispielen. Ja, und egal, was wir jetzt weitermachen wollen, das heißt also, im nächsten Schritt müssen wir jetzt drucken. Also wir klicken jetzt hier unten auf Drucken. Wir wollen hier einen Etikettendruck. Wir wollen alle Mitglieder, das heißt also alle, die hier erscheinen, 137. Wenn ich jetzt hier wählen würde, nur gewählte Mitglieder verwenden, dann würde in dem Fall diese, also nur diese Alina Hensel hier bekommen. Okay, also wir klicken jetzt hier auf Weiter. Jetzt werden uns die 137 Personen nochmal angezeigt. Wir könnten jetzt hier einzelne Zeilen rauslöschen. Das machen wir jetzt auch mal. Nehmen wir jetzt mal die Alina Hensel raus und diesen Kessler Luca. Die beiden nehme ich jetzt mal raus. Die habe ich vielleicht im Nachhinein gesehen, die sind beide ja ganz lang weg, die sind im Auslandssemester Studenten, denen brauche ich kein Magazin zu schicken, weil die das sowieso in nächster Zeit nicht lesen werden. Nur als Beispiel. Im nächsten Schritt klicke ich unten auf Drucken. Daraufhin werde ich gefragt, ob ich diesen Druck in der Dokumentenverwaltung speichern will. Und jetzt mal ganz ehrlich eine Frage in die Runde. Macht es Sinn, dass ich jetzt so einen Etikettendruck um Gottes Willen, mir ist gerade was aufgefallen,
Würde es jetzt Sinn machen, so einen Etikettendruck in der Dokumentenverwaltung zu speichern? Ist es ein Dokument, das ich in der Zukunft immer wieder benötigen würde? Ja, kann schon sein. Irgendein Aufkleber, den ich einfach wieder brauche. Ja, aber dann würde ich mir das Ding wieder erstellen, oder? Weil das dauert ja nicht lange, dieses Erstellen. Wenn ich zu faul bin. Ja, aber wenn ich jetzt dieses in der Dokumentenverwaltung speichere und eventuell in einem Jahr wieder hernehme, dann kann es ja sein, dass ja ein paar ausgetreten sind. Vielleicht wollen ein paar das Magazin nicht mehr. Ja, 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 wäre zu lang, wäre das nicht. Das würde nicht. Also, aber ich würde sagen, angenommen, ich brauche nächste Woche wieder eine oder so. Ja, dann vielleicht schon, ja. Okay, aber normalerweise, haben Sie recht, weil, wie gesagt, ja. Aktueller wäre jetzt immer in dem Fall nein, weil es ja kein offizielles Dokument ist, sondern wirklich nur Aufkleber. Ich will, nämlich genau. Auf was raus, und zwar zeige ich Ihnen gleich, das gefällt Ihnen bestimmt. Also ich klicke jetzt mal hier auf Nein. So, jetzt fragt er mich, wie immer diese blöde Frage, dass hier die Mitgliederbilder bei mir in meinem Testverein unten ausgewählt sind. Ich will jetzt in diesen Etiketten diese Bilder nicht verwenden. Ja, und als nächstes, übrigens, Schanz, das ist mir gerade aufgefallen, hier ist ein Rechtschreibfehler. Etiketten mit 2 T am Anfang, also furchtbar. Okay. Hier wähle ich jetzt mein Etikett aus. Ich klicke auf Übernehmen. Und jetzt, ganz interessant, denn hier wird also jetzt, kann ich mir jetzt eben mein Etikett anschauen, indem ich also hier die Vorschau wähle. So, klicke jetzt mal hier auf Starten. Und Sie sehen, ich würde also jetzt insgesamt 14 Seiten mit Etiketten also jetzt eben entsprechend drucken. Machen wir hier mal Vollbild. Sehen Sie, der würde also jetzt genau, sind das eben diese 137, 135, weil die zwei haben wir ausgeschlossen, sind das jetzt 135 Etiketten. Und genau auf sowas will ich mich am Schluss raus, denn der letzte Bogen beginnt oder endet ja dann irgendwo, ich sage jetzt mal, in der Dokumenten- oder in der Etikettenmitte. Richtig? Das heißt, ja. Ich würde also von meinen 2 Spalten auf 5 Etiketten, 1, 2, also 10 habe ich pro Seite, und hier würde ich genau also noch im 5. Etikett eben enden. 5 Etiketten wären auf diesem Bogen und werden dann noch leer. Jetzt dieses Ding drucken, glaube ich, brauche ich nicht erklären. Also ich habe hier oben zwei Auswahltasten, sage ich jetzt mal. Einmal die dargestellte Seite drucken, das wäre jetzt in meinem Fall die letzte. Und hier oben kann ich dann alle Seiten drucken. Wenn ich eine Druckerauswahl machen will, also dass ich aussuchen will, wenn ich mehr Drucker habe, dann kann ich also hier mit der rechten Maustaste draufklicken und kann dann eben hier den Drucker nochmal wählen. Okay. Wird es drucken. Wunderbar. Das nächste Mal, also ich habe jetzt das Ganze gedruckt, und das nächste Mal macht man das Gleiche wieder, also auch wieder 137. Ich klicke wieder auf Drucken, also jetzt bin ich wieder in der Mitgliederverwaltung. Ich klicke jetzt hier unten wieder auf Drucken. Klick dann hier eben auf Etikettendruck, weiter, wähle dann hier eventuell, mache jetzt mal nur noch die Alina Hänsel oben weg, klick unten wieder auf Drucken, jetzt werde ich wieder gefragt, ob ich den Druck in der Dokumentenverwaltung speichern will, sage ich wieder ja. Jetzt wähle ich wieder mein Ivory Zweckform 3630 aus und klick die Mitgliedsbilder wieder mit Nein weg. So, auf was ich mich jetzt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, entschuldigen Sie. Ich habe jetzt auf Ja geklickt. Sekunde bitte. Also, ich muss nur mal Etikettendruck weiter drucken. Nein, keine Bilder. Meine Ivory Zweckformliste, und hier wollte ich wieder her. Denn wir haben ja das letzte Mal eben in der Hälfte des Etikettenbogens geendet. Das heißt also, mein erster Bogen, also auf meinem Stapel, das ist jetzt eben der Bogen, bei dem die ersten 5 Etiketten fehlen. Denn ich will Ihnen jetzt mal nur eins zeigen, und zwar, dass man natürlich hier auch weitermachen kann. Und zwar haben das schon sehr viele, oder bis jetzt sehr wenig bis jetzt gesehen, und zwar ist es hier unten. Und zwar die Anfangsposition kann ich jetzt wählen. Und ich kann also jetzt durchaus sagen, dass ich jetzt bei diesem Etikett auf diesem Bogen genau beginnen will. Ja. Die ersten 5 haben wir schon verwendet, und jetzt geht es eben dann mit den nächsten 5 weiter. Okay, und wenn ich mir jetzt dann die Vorschau auswähle und sage Starten, dann sehen Sie, jetzt beginnt der bei dem letzten des oberen Bogens, würde runterdrucken und hätte dann am Schluss wieder 2 einzelne. Macht ja nichts. Okay? Also auch das ist kein Problem. Und das ist toll, ja. Sie müssen also keine Etikettenbögen also hier wegschmeißen. Super. Ja, haben wir auch erst sind wir erst in den Schulungen draufgekommen, dass das so funktioniert, gell, Sittig? Ja, wir sind ja lernfähig, okay? Ja, wir sind alle lernfähig, das ist richtig, genau. Okay, also so würde das jetzt funktionieren mit einem einzelnen Etikett.
Jetzt kommt sehr häufig aber die Frage von Vereinen, die sagen, ja schon, aber ich will immer nur Einzeletiketten drucken. Also ich will immer nur ein einzelnes Etikett drucken. Haben wir auch letztes Mal jetzt vor kurzem erst die Frage gehabt. Das wird dann folgendermaßen ausschauen. Also ich habe irgendwo meine Mitgliederliste. Ich wähle jetzt hier mal zum Beispiel die Sperling Lea aus. Also das heißt, nein, mach mal anders. Ich mach mal hier mit Huber. Gibt es bestimmt hoffentlich, ja, da gibt es schon mal zwei. Ich habe jetzt mal hier oben gefiltert und jetzt habe ich hier zwei. Und ich will aber ein Etikett nur für diesen Schubert Max drucken. Das heißt, ich würde also jetzt innerhalb der Mitgliederverwaltung hier diesen Schubert Max eben anklicken, klicke dann unten auf Drucken und jetzt kann ich sagen, Etikettendruck und nur gewähltes Mitglied verwenden. Klick wieder auf Weiter. Jetzt habe ich hier wirklich nur den Schubert Max stehen. Drucken, dann Nein, will ich natürlich nicht in der Dokumentenverwaltung speichern, dann wieder Ivory 3630 und jetzt würde ich eben auswählen, eben genau, schaue ich auf meinen Bogen und sage, okay, an diesem hier, genau an diesem Etikett geht es weiter, okay, und sage dann eben Vorschau und dann würde er tatsächlich nur dieses eine einzige Etikett drucken, eben mit diesem einzigen Namen drauf. Also auch das ist natürlich möglich. Wird es auch durchaus des Häufigeren gemacht, eben bei Vereinspost vor allen Dingen. Und dieser Etikettendruck, der ist sehr einfach, der geht sehr schnell. Wir haben auch viele Vereine, die sagen, ich will hier standardisierte Serienbriefe und weil ich hier nicht designen will, dass am Schluss das Ganze in einem Sichtfenster erscheint, mache ich das Ganze so, dass ich eine Person habe, die bereitet meine Kuvere vor im Verein. Das heißt, die hat also lauter geschlossene Kuvere, das heißt geschlossen, also ohne Sichtfenster. Und klebt also auf diese eben an den entsprechenden Stellen eben diese Adressetiketten drauf und mein zweiter ehrenamtlich Betrauter, der druckt dann eben diese allgemeingültigen Serienbriefe und befüllt dann im Briefkuvert. Das ist auch möglich, natürlich durchaus denkbar. Gibt es jetzt grundsätzlich zu diesem Auslösen von Etiketten noch Fragen? Meiner Seite. Okay, ich glaube, das war auch, also es ist ja bis jetzt sehr einfach und